Das gute Teich, hier sind viele Bücher um uns herum. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, die Leute kommen immer den Fluss entlang gelaufen. Entweder laufen den Fluss hoch oder runter. Das heißt, irgendwann wird irgendwann was hier auftauchen. Die Musik im Hintergrund ist voll schön, aber die hört man sehr, 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 sehr leise nur. DJ, das machen wir nachher. Das können wir nachher machen. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Ich finde die Ecke ganz cool. Wir essen uns erstmal dick und rund, lassen die Kleinen ein bisschen wachsen. Und. Ich wollte mir gerade die Nase putzen, wurde gerade gebissen von irgendwas. Verdammte Hacke. Jetzt muss ich das eben so machen. Ich kann nicht aufstehen. Sonst bin ich tot. Ich glaube, das war ein Raptor. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe ganz böse Blutung. Mal gucken. Na. Oh, habt ihr gekillt? Habt ihr gerade mal gesehen, wie der nur auf mich draufgegangen ist? Habt ihr das gerade gesehen? Achtung, Leute. Nur mal so als Tipp für die Leute da draußen, meinen Stream snipen zu wollen. Stream snipen ist auf dem Server ganz, ganz, ganz böse. Wird ganz böse gehandelt. Wie heißt ein Stream Sniper? Der ist nämlich nicht mal auf andere. Der hätte ja auch irgendjemand anders beißen können. Der ist ja nur auf mich draufgegangen, komplett. Schnurstracks. Stream snipen ist nicht erlaubt auf dem Server. Du wirst darauf vom Server sonst gekickt. Also ich würde es dir nicht empfehlen. Oh. Wieso habe ich jetzt mehr Blutung bekommen? Ich sitze doch, oder? Ich sitze doch. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Warum habe ich gerade mehr Blutung bekommen? Okay, der hat dich gekillt. Ja, gut, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja doch kein Stream-Sniper. Ich weiß es nicht. Sah so aus. Er ist nämlich immer drei. Der ist ja dreimal auf mich losgegangen. Aber es kann auch sein, weil ich das einzige Ziel war, was gerade sitzt. Wer weiß. Solange ich hier jetzt, ich werde das glaube ich auch nicht überleben. Wisst ihr warum? Ich habe so ein Mega-Bleed und ich kriege jetzt schon wieder Hunger. Das heißt, entweder verrecke ich am Blut, an der Blutung. Ah, vielleicht doch, der hat einen guten Heal. Aber wir werden sehen. Ich hau das Giveaway aber raus. Giveaway geht an 3, 2, 1. Keep rolling. Der Hirsch. Das Wildenhirsch. Hirschi hat gewonnen. Erstmal feiern wir den Hirsch, so wie sich das gehört. Den Hirsch, das Hirsch. Das ist vom Namen her. Er heißt ja das Hirsch. Der Drio, der hier war, der gehört zu uns.
King Lady habe ich gelesen, sorry, konnte ich gerade eben nicht mehr darauf antworten. Wo du mich als T-Rex gebrandet hast, ne? Ja, genau. Das wird ja eine lange Nacht werden hier wieder. Hirschi, wenn du da bist, melde dich. Bitte, bitte melde dich. Vermisst. Hirschi ist vermisst. Es ist aber auch eher eine gefährliche Stelle, wie gesagt. Man sitzt hier an so einem schönen leckeren Teich. Gucken, wie es mit der Blutung aussieht. Zum Glück war mein... Ich weiß, da hinter mir ist ein Busch. Ihr wisst doch, ich bin doch auch schon mal... Ich bin... Also es war ein Fleischfresser. Ich wurde auch gebissen als Fleischfresser. Und die Leiche von einem anderen Spieler lag neben mir. Also wirklich neben mir, fast in mir drin. Ich konnte aber nicht aufstehen, weil ich eine Mega-Blutung hatte. Und ich musste aber aufstehen, weil ich am Sterben war, weil ich kein Essen hatte. Dann bin ich aufgestanden, wollte diesen einen Schritt nach links gehen, um zu essen, bin gestorben wegen der Blutung. Weil wenn du stehst und du hast eine Blutung, kriegst du mega viel Schaden dadurch. Ja, dann bin ich dann vor meinem Essen gestorben. Da war ich ein Raptor, ja, das kann sein. Hirschi, bist du da? Hirschi, Hirschi, bitte melde dich. Wir wollen dir doch was geben, was Gutes. Blechnee, bei Evrima ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, bei Evrima gibt es viele große Vorteile und einige Nachteile. Aber da streiten sich ja immer die Geschmäcker. Ich mag die Nachtsicht hier in dem Spiel. Die gibt es bei Evrima nicht. Das heißt, für den Streamer, der eigentlich den Zuschauern was zeigen möchte, kann nichts zeigen, weil es stockdüster ist. Vorteil, Evrima ist nicht so dunkel wie die Karten hier bei Legacy. Hirschi ist nicht mehr im Stream. Ja, es kann aber sein, dass er gleich nochmal kommt. Ich schreibe es mir mal auf. Sonst vergesse ich das. Nein. Habt ihr das gerade gehört? Ist hier ein Raptor in der Nähe? Scheiße. Ja, es ist gleich wieder Nacht und das bedeutet, ich komme hier nicht weg. Ich kann nichts essen, ich kann nicht weglaufen. 11 Blutungen habe ich noch. Also mit dem Hunger klappt noch, aber das Weglaufen wird jetzt gleich ein Problem. Ja, Hirschi, genau, Peachblum. Hallöchen. Hirschi ist Zähneputzen, genau so ist das. Hört auf, hinter mir zu kauen. Ich höre das. Oh, Dex, der schmeckt ja super, der Busch. Willst du auch was? Steh mal auf.
Das ist Paki Sex. Paki Sex mit King Lady. Wir schämen uns für nichts. Grab doch beim Fluss. Ich sehe nichts. Ich kann es nicht sehen. Ist der Raptor da? Scheiße. Oh, da kommt was Großes. Da kommt was ganz Großes an. Da stoppt was Großes. Ich kann nicht aufstehen, Leute. Steh ich auf, bin ich tot. Oh. Nein, kein Geräusche machen. Sei leise. Oh, 5 Bleeding. Spino war das. Oh, meine Fresse, ey. Wo ist denn der? Ich sehe nix. Mach mal Licht an. Fünf Bleeding. Shit. Der Spino ist gerade vorbeigestopft. Oh Mann, ey. Vor allen Dingen Spino, ey. Voll die Killerbestie hier. King Lady, ja, du stirbst wirklich dann mit. Du kannst nämlich nicht die Bisse aufhalten, sondern wir kriegen beide Schaden. Also ich würde nicht in mir drin sitzen, das würde nichts bringen. Bleib lieber am Leben und kill dann den Gegner. Weil so kriegst du, wir kriegen Doppelschaden. Außer natürlich ein bisschen großes Tier, wie ein T-Rex oder sowas. Die können sich auf mich draufsetzen, dann bin ich weg. 3. Genau, es sind viele Fleischfresser in der Nähe. Hungrige. Nicht nur Fleischfresser, sondern es sind hungrige Fleischfresser. Nein, der isst schon wieder was. Alle essen hier. Geht weg von dem Busch, ich will auch was essen. Mampf. Licht ausmachen. Ist doch viel zu hell hier. Ich muss mich doch der Gegend anpassen. Noch eine Bleeding. Noch eine Blutung. Dann bin ich fit. Wie ein Turnschuh. Das heißt einfach nur, dass ich keine Blutung mehr habe. Dann muss ich aber mein ganzes Leben nochmal regenerieren. Ja! Weg! Mein Busch! Wie du... Kaloko, kommt drauf an, was du für ein Dino gerade spielst. Mist leer gefressen. Ich trinke mal ganz kurz was im Fluss. Dann gehe ich mal ganz kurz weg hier. Das ist mir zu heikel hier. Endlich kann man laufen. Guten Morgen, Stone. Ein Giveaway ist schon raus. Zweite müsste gleich mal fertig vorbereitet werden. Ich gucke gerade mal, hier müsste noch ein anderer Busch sein, ne? Irgendwo.
Hier ist der Busch, genau. Immer wenn jemand sich schnell auf uns zubewegt, dann kriege ich immer... Mein Herz rast. Okay, voll. Jetzt müsste ich mich irgendwo mal zur Ruhe setzen hier. Hier so ein bisschen, hier so. Und warten, bis die Blutung verschwindet. Oder bis das mein Leben wiederkommt. Hirschi, Hirschi, bist du da? Du kriegst noch ein Giveaway von mir. Aber mein Dino ist ja 100%. Ich habe mein Dino jetzt komplett auf 100% gespielt. Und... Oh Gott, Raptor, ich bin weg. Ich habe keine Lust, wieder Raptoren... Bisse zu bekommen. Ich würde das auch nicht mehr aushalten. Nein, das Leben ist noch nicht voll. Es ist nur die Blutung. Ich habe gerade eben ein paar Bisswunden bekommen und die sind geheilt, die Bisswunden. Gibt es hier keine Büsche oder sowas? Ich sehe hier nichts. Dann setze ich mich eben hier in den Busch. So. Also, und wenn diese Blutungen weg sind, dann bist du außer Gefahr zu sterben beim Laufen. Aber du musst dein Leben noch zurückbekommen. Ah, Hirschi ist auch da. Du hast das verpasst. Nee, du hast nichts verpasst. Alles gut, Hirschi. Außer du kannst mir gerne eine Zahl geben, weil du hast das Giveaway gewonnen. Du hast. Kannst mir eine Zahl geben von 1 bis 87, bitte. 1 bis 87. Es sind hier noch einige Giveaways, die müssen mal langsam raus. Oh, der war ziemlich nah. Ich guck gerade mal schnell. 24 ist... The Messenger. Was sagt mir? Warum sagt mir das Spiel was? The Messenger. The Messenger. Kannst ja nachher mal gucken, was es ist. Einfach auf den Link klicken, dort dann die E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegst du den Key. Das Key. Warum laufen die alle hier weg? Den Key zugeschickt. Hirschi 24, warte. Hirsch. So. The Messenger. Wisst ihr was, Leute? Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Nihi. Im gemächlichen Fußmarsch. Erstmal weg von hier. Messenger-Spiel von Mark Zuckerberg. Ehrlich? Was ist das für ein Spiel? Mark Zuckerberg. Dass der auch noch Computerspiele macht, reicht ihm sein millionenschweres Konto nicht? Ach so, doch nicht. Ach so, Messenger, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Jetzt ja, ist bei mir auch gerade erst DJ durch den Wald angekommen, der Witz. Die Nadelbäume waren zu dicht. Oh, mein Leben ist gleich wieder fit. Ein Kampf gegen Raptor könnte der gewinnen. Ja, das Problem ist, der Raptor macht aber Blutungsschaden.
Und das macht so ein Paki nicht. Das heißt, der Raptor braucht dich nur einmal zu beißen. Dann hat der dir einen Blutungsschaden zugefügt und dann kann er sich einfach irgendwo wegsetzen und warten, bis du ankommst. Weil sobald du eine Blutung hast, musst du dich setzen. Sonst geht die Blutung nicht weg. Und das heißt, wenn du jetzt eine starke Blutung hast, dann bist du am Arsch. Weil du darfst dich nicht bewegen. Das heißt, du setzt dich hin und wenn du dann sitzt, dann kommt er und greift dich wieder an. Okay. In welche Richtung sollen wir denn? Wenn hier. Wo ist denn da unten? Wir laufen gerade gegen Osten. Eigentlich wollte ich da oben bei dem schönen See sitzen bleiben. Das ist eigentlich viel, viel entspannter, da sitzen zu bleiben, anstatt jetzt hier rumzugurken. Aber das war mir ein bisschen zu heikel dort. Taub ist guten Abend. Das Spiel ist dunkler geworden, ja? Noch dunkler. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen, Leute. Wir laufen einfach mal. Oh Gott. Was war denn jetzt? Da unten ist Wasser. Da unten leuchtet Wasser. Ich habe es genau gesehen. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Wer kennt die Geräusche? Imi, das ist das Ziel von diesem Spiel ist einfach nur zu wachsen und groß bleiben und groß werden und groß bleiben. Und bis dorthin musst du eben essen, trinken und überleben. Und das ist meistens sehr schwer. Klappt nicht immer. Katari, gute Nacht. Hallo Taubis. Oh, der ist ziemlich nah, Mann. Wow. Was war das denn für ein fucking Rudel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ei, Jungens, ey. Heute ist ja aber echt Herzinfarkt vorprogrammiert, ne? Ey, Junge, 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 kommst du da rausgelaufen? Steht das ein riesen Rudel Fleischfresser? Die sind lieb? Bist du sicher? Nihi? Ich weiß nicht. Nee, wir sind gerade. Normalerweise ist jetzt die Lichtverhältnisse im Spiel so. Jetzt. Bei Nacht. Das ist die Nacht. Und da man bei der Nacht nur manchmal den Himmel sieht, dann hat man auf der N-Taste sowas wie so eine Nachtsicht. Und bei der Nachtsicht, dann kannst du wenigstens etwas sehen. Und bei helllichem Tag ist es hell eben.
Hallo, juckt. Nihi, mach du mal. Oh Gott. Wer ist das denn? Wo kommt der denn jetzt her? Das, übrigens, hier haben wir einmal einen Dilo. Hallo, kleiner Dilo. Und bei Nacht sieht er so aus. Okay, wir können, also wenn ihr meint, wenn die lieb sind, dann gehen wir eben bergab. Ist das Crosby? Crosby, bist du das? Aber Crosby, du darfst nicht mit uns laufen. Du bist Fleischfresser. Warum macht ihr alle so Geräusche? Wollt ihr euch alle sterben? Nanni Bunny, dankeschön für deine 4 Bitsis. Das hört sich an wie so ein Pferd, was geschlachtet wird. Macht doch keine Geräusche, Leute. Ist nicht gut. Vegetarischer. Ein vegetarischer Fleischfresser. Hallo Honey, Nihuni. Danke, Money Bunny. Nanny Bunny, nicht Money Bunny. Hier war doch gerade wieder was. Oh. Hallo Raptor. Wir sind aber auch stark. Achtung. Also so einen Raptor machen wir ganz klar platt. Er ist recht im Rudel. Aber man muss immer aufpassen, in dem Spiel gibt es ja Friendly Fire. Und das bedeutet, sobald du irgendwie zuschlägst mit dem Kopf, also hier diesen hier, Kopfnuss, dann triffst du alles, was in deiner Nähe steht. Auch Freund. Und Feind. Imi, man kann sich die Dinos alle aussuchen. Wir spielen jetzt gerade die Version Legacy. Das ist die Anfangsversion von dem Spiel. Die wird aber nicht mehr weiterentwickelt. Aber die ist sehr, sehr gut spielbar. Hier gibt es die meisten Tiere. Und auch Sandbox-Tiere. Das heißt, Dinos, die eigentlich vom Spiel von den Entwicklern gebaut worden sind, aber nie in das Spiel integriert worden sind. Man kann diese Dinos aber trotzdem runterladen, und das hat serverabhängig, kann man dann diese Dinos trotzdem spielen. Perfekt spielbar. Also es gibt viele Dinos. Und es gibt noch die eigentliche Version, die noch weitergeführt wird. Das ist die Version The Isle Evrima. Kannst du aber bei mir bei YouTube mal vorbeigucken. Das läuft gerade. Evrima läuft gerade. Die Grafik ist dann noch ein ganzes Stückchen besser. Und das System ein bisschen. Das System im Spiel ein bisschen anders. Was ist da, Killer? Oh, Tayo. Aber warum hast du deinen Namen umgeändert in so eine lange Telefonnummer? Hä? Wer sind die denn hier alle? Das ist ein Giga. Das sind alles voll. Oh, ein Schand. Ah. Ein Schand. Das ist leider dunkel. Das sind Pflanzenfresser. Aber Pflanzenfresser bedeutet nicht, dass wir Freunde sind. Wenn ein Spieler keinen Bock hat, dann stampft er uns einfach mal ganz kurz platt. Im Schand bei Nacht.
sind hier eigentlich so viele Dilos? Ich will hier gar nicht sein. Der Giga. Das ist gar kein Giga, oder? Das ist gar kein Giga. Das ist doch ein... Ach, ja, Parasaurolophus gibt's auch. Die sind voll schön. Ich würde gerne... Oh, hier ist noch einer. Ich würde gerne hier weg, Leute. Mir gefällt das gar nicht, dass hier so viele Fleischfresser sind. Und freundliche Fleischfresser mag ich erst gar nicht. Das ist alles gelügend. Gelügt und gelügend. Das ist eine gelügte Lüge.